Jetzt sind wir da. So ruhig war ich noch nie zum Start. Ich wollte unbedingt wieder meinen Boden in Düsseldorf filmen, weil ich bin ja so der Decken- und Bodenfilmer. Ja. Kennt ihr vielleicht. Also ja. Irgendeine Marotte muss man ja haben. Ich habe mehrere davon. Aber ihr macht es super professionell. Habe ich gesehen hier mit Gimbal und allem Pipapo. Ihr schneidet tolle Videos. Ich habe euch schon mal gesehen. Darf ich deinen Rücken? Ich filme deinen Rücken. Mach mal. Da aber sind alle Informations drin. Fendt-Caravan-Fan. Cool. Ja. Ihr seid dann sicherlich Fendt-Fahrer, gehe ich mal davon aus. Definitiv. Ich komme auch gerade von Fendt. Wir haben die coolen neuen Modelle gezeigt. Ja. Tolle Perspektive, finde ich. Also total genial, was die da dort jetzt so hingestellt hat. Ja. Hätte man von Fendt nie erwartet. Eben, um das geht's. Ja. Und also, ich sag bauen. Sache. Haut die Dinger raus. Ich denke, wenn die Preise passen, wird das wirklich Publikum finden. Ja, definitiv. Nicht den Otto normal. Nein, ne? Nicht unbedingt. Aber so ein YouTuber-Caravan für 30.000 Euro, warum nicht? Ich denke, sowas ist möglich. Ja. Gerade der kleine, der Connect, der ist ja wirklich eine super Sache. Ich bin rein und ich war wirklich geflasht. Ja. Das ist eine schöne Brücke, weil ihr seid kein Mitbewerber zu Fendt. Nein. Und deswegen darf man das auch sagen am anderen Caravan-Stand. Ihr habt eine ganz besondere Lücke gefunden und habt das letzte Jahr hier in der Halle 3 präsentiert, jetzt seid ihr in der 11. Und ich finde es persönlich, ich kenne den Caravan-Salon schon ein paar Jahre. Ihr könnt schon mal Auto stehen lassen drauf, draußen fürs nächste Jahr. Zählst du schon zum Inventar? Ja, ich gehe echt schon zum Inventar. Ich weiß nicht, ob man sich darauf was einbilden kann, aber ich liebe es einfach. Das ist irgendwie unser Highlight-Fest hier. Die Family, die Party, der Spirit am P1, das hat sowas, oder? Ja, ihr steht auch auf dem P1 oder seid ihr noch Hotelschläfer? Wir sind Hotelschläfer. Ihr dürft aber auch lügen. Nein, machen wir nicht. Wir sind Hotelschläfer. Aber nächstes Jahr dann draußen, oder? Logisch. Ich hab's vor, ja, tatsächlich. Aber bei uns ist es halt beruflich, ne? Wir ja, klar. Haben halt nicht so viel Zeit. Ja, sowieso. Wir jetzt plus noch bis morgen da. Und deshalb schlafen wir kurz mal auswärts. Wir hätten ja gerade keinen Platz mehr. Das Ding war so schnell ausverkauft, der Hammer. Haben wir gehört, ja. Für ein paar kleine Caravans ging es eventuell noch. Werden wir sehen. Wir werden uns auch draußen mit Sicherheit bald sehen. Aber jetzt gehen wir ran und euch viel Erfolg. Wir werden uns mit Sicherheit öfter über den Weg laufen. Bleibt so, wie ich immer werden wollte. Sage ich mir auch so. Danke. Oder? Danke. Ich finde den Spruch so geil, das hat noch neulich einer gesagt. Und ich habe mir gedacht, wow, das so habe ich noch nie gehört. Ja. Bis gleich. Ich nehme dich mit. Ja. Da wir kennen uns. Ist das okay, wenn ich die Kaffeerunde störe? Schwupp, die Hauptdarstellerin. Komm her. Nochmal drücken, weil wir haben uns gestern schon im P1 gesehen. Ja. Und wir sind uns gegenseitig, glaube ich, ans Herz gewachsen, weil wir hatten einen coolen Dreh letztes Jahr und haben dann oft Kontakt gehabt. Und ich finde euer Projekt so geil. Projekt hört sich immer so an, gibt's noch nicht richtig. Also eure Caravans, eure 750s, echt leidenschaftlich. Wir sind im dritten Jahr. Ja. Also wir sind schon im 56. In echt sage ich nicht, in welchem Jahr ich bin. Sehr geil. Was gibt's Neues bei euch? Ich linke natürlich das Video vom letzten Jahr oben mal rein. Ja. Aber das ist mir ein echtes Bedürfnis, bei euch zu filmen. Ich sage auch immer dazu, das ist wieder so ein Leidenschaftsding, da nehme ich nichts dafür. Du weißt, wie ich da ticke und die Zuschauer wissen es auch. Ich mache die Hälfte der Videos umsonst, weil ich es geil finde, wenn Leute das leben. Und nur so viel dazu gegenüber den Zuschauern. Weil das ist ja auch nicht so einfach, immer in die Kamera irgendwie. Nee, und mit ist dir ist das so ganz einfach. Easy. Schön, das höre ich gerne. Für mich gar nicht, ich bin so nervös. Auf geht's. Also was jetzt hier, den kennst du ja schon vom letzten Jahr. Ja. Den Anhänger an sich. Aber wir haben jetzt hier natürlich noch ein paar Features entwickelt und dran gebaut. Einfach nochmal zu unserem Dachträger passend einen Frontträger entwickelt. Ja. Na, der Dachträger trägt super gut ein Dachzelt zum Beispiel. So kannst du jetzt auch mit 4 Leuten verreisen und ich nur mit 2. Und haben uns dafür das Wesi entschieden, weil es einfach mega gut drauf passt. Dann kannst du hier natürlich noch schöne Sachen mitnehmen an dem Frontträger. Hat auch eine schöne Offroad-Optik. Mhm. Da haben wir noch ein paar Stauboxen. Schön dicht auch, egal wie, was da drauf hämmert, der bleibt trocken. Die sind auch modular. Man kann die also abnehmen, man kann auch andere dran machen. Schlau. Genau. Natürlich auch eine Ersatzradhalterung, weil man weiß immer nie, wohin damit. Ja, das ist, ich empfehle bei einachsigen Wohnwegen, bitte habt auch 2 Achse, immer ein Ersatzrad dabei. Zumindest wenn es weitere Strecken sind, immer sollte eins man, dabei sollte haben. Sollte man, das wissen die Caravaner sowieso. Richtig, genau. Ja, das ist so das, was wir an Neuigkeiten im kleineren Bereich unserer Tiny Camper haben. Dann werden wir den ja nicht so ausführlich zeigen, weil wir ihn ja schon gezeigt haben. Aber die, die ihn sehen wollen, wie gesagt, das Video oben klicken. Ihr baut nur auf Alco auf oder baut ihr auf andere auf oder was gerade kommt oder was der Kunde will? Wir verwenden ja Umbauer-Anhänger
für unsere sehr Basis. Sehr gut, Humba, brauchen wir nicht reden, ein Riesending. Und da sind wir natürlich davon abhängig, welche Systeme sie verwenden. Aber da vertrauen wir auch komplett auf den Hersteller, weil das Knott ist oder Alkohol, diese Hersteller sind schon safe. Richtig. Da gibt es ja noch ein paar und von dem her, die haben sich viel Erfahrung eingefahren. Richtig. Eingefahren. Da brauchen wir uns keine Sorgen drüber zu machen. Dieses Moped dahinter, das macht die Sache schön bunt. Ich kann mir vorstellen, wenn da auch Biker steht, zähle ich mal eins und zwei zusammen, ein Hobby-Anhänger zum Schlafen, Wohnen, für Biker und so weiter. Genau. Okay. Wir drängen man uns mal ja nicht. Man kann natürlich auch ohne Bike rein, aber man kann auch gut mit Bike rein. Ja, eben. Also ob du Mountainbiker bist oder Speedbiker oder wie auch immer das da heißt, das ist easy going. Wir stören natürlich nicht irgendjemanden, wir wollen doch niemanden rausjagen. Okay. Bleibt nur da ganz gemütlich drin, ja? Da gibt es natürlich gerade. Aber was man jetzt hier schon sieht, ist halt eine ganze Ecke mehr Platz als vorher. Also da haben durchaus auch Familien Spaß mit. Ja. Wenn man da dann noch zusätzlich noch das Dachzelt drauf macht, kann man gut mit 5 Leuten unterwegs sein. Das Schöne mit der kleinen Kitchen hier, Auto-Kitchen rausheben. Das ist ja, wenn man jetzt Biker ist, braucht man ja das Transportset mit Auffahrrampe. Ja. Und dann braucht man aber kein Küchenmodul mehr. Okay. Weil da haben wir uns auch Gedanken drüber gemacht, wie können wir diese Auffahrrampe noch weiter verwenden. Ach, das ist die Auffahrrampe. Ich check ich's. Gut, dass du es dazu gesagt hast. Ja. Ich bin ja nicht so der Checker-Tobi, den gibt es woanders. Ich bin der Camper-Tobi und der checkt nichts. Genau, da kann man jetzt halt eben draußen kochen, ein Vorzelt. Und braucht nicht nochmal extra irgendwas mitnehmen. Na, zudem kann man das auch. Das ist wirklich schlau. Wo der Thomas jetzt gerade dran sitzt, den kann man auch hier vorne in der Tischleiste noch einhängen. Ja. Und dann hast du hier nochmal so ein kleines L, kannst dir dann noch was zurechtschneiden. Ja. Kühlbox ist auch gleich nebendran. Ich mach das noch gleich. Aber es interessiert euch auch, ich halte euch erst ein Bild draußen. Ich ärgern oder nerven da drin. Super. Na, und jetzt kannst du hier ganz wunderbar dir was zu essen. Redenzen. Oder trinken. Trinken geht auch. Trinken geht trinken immer. Hi übrigens nochmal, wir kennen uns auch. Da tauchst du im ersten Video auf. Lass dich nicht stören, macht weiter. Wir wollen da wirklich nirgendwo eingreifen. Ich bin nicht einer von den YouTubern, die oft einfach die Leute da rauskicken und sagen, jetzt sind wir dran. Meine, immer dezent bleiben. Das eilt ja immer nach. Wir machen mal hier kurz die Optik von rechts, bevor wir dann einen Slot kriegen. Wow, aber voll digital unterwegs. Da bin ich ja richtig neidisch. Was für ein cooles Display. Übrigens hier, unten in der Videobeschreibung haben wir natürlich auch nochmal die Homepage drin. 750 Camper, das haben wir ja schon mal erklärt. Richtig. Warum und wieso? Also seid gespannt, guckt das andere Video, dann habe ich auch was davon. Richtig. Ein Klick mehr. Ja, und was wir hier jetzt haben, wir haben jetzt von Lazy noch die Kitchenbox, weil die Leute, die jetzt kein Motorrad haben und diesen Camper eben ohne Motorrad verwenden, haben die auch keine Auffahrrampe und somit auch nicht dieses Küchenmodul. Da kann man, wenn man das möchte, natürlich super gut das ergänzen mit der Küchenbox. Hallo. Der ist cool, der Fisch. Der Fisch ist cool. Ja, wenn schauen wir den coolen, wirklich, das... Fang den Fisch. Ja, wenn ist dabei, ihr kennt man schon aus den Videos. Der fühlt sich irgendwie witzig an. Und es sieht mir immer freundlich aus, obwohl er nicht mehr lebt, gell? Das ist ein Hammer. Also das Ding ist überhaupt geil. Ich wollte es schon lange mal zeigen, dass das ist. Das kriegt man also auch bei euch. Genau. Die Lazy Kitchen Box. Das ist schön gemacht auch. Das ist, es gibt ja viele, aber immer Spaß daran. Dann haben wir noch was ganz Brandneues dabei. Brandneu, das haben wir noch nicht mal mehr geschafft zu pulvern. Ja. Deswegen ist das hier so solo dran noch. Wie sie alles können pulvern, ich kann ja fair pulvern. Komm, ich helfe dir. Ja, alles gut, wir sind ja doch ein bisschen... Klapp's mal nochmal auf. Ist ja. Und was ist es? Eine Dusche. Richtig. Wow. Das hier ist noch ein Prototyp. Ne, also der wird demnächst dann mal erscheinen mit Akku. Schau, da sind wir noch dran. Aber wir haben es schon mal mitgebracht, um zu gucken, einfach, ich finde das. Das ist geil. Habt ihr Bock da drauf, dann machen wir damit weiter. Und, 15 Liter, 20 Liter? 16. Ja. Fast richtig. Genau. Das hat was. Ist dann fast wie zu Hause duschen. Genau, man kann die Aufnahmen oben anbringen und dann kommt direkt schön von oben ein Schauer runter. Ja, die coolen Sachen sind einfach einfach. Man muss nicht immer alles neu erfinden, sondern nur optimieren. Genau, einfach optimieren. Genau. Und wie lang ist denn der Caravan? Ist das so lang wie der, den wir uns anschauen? 3,04 Meter.
von innen. Der ist also 50 cm länger als das, was wir vor jetzt, also unsere kleine Variante. Ja, ja. Und der ist 20 cm breiter. Aber alle Optionen, die wir im ersten Video gezeigt haben, ist natürlich bei euch super individuell. Wir haben ja auch im ersten Video die Farbmuster gezeigt, die hängen auf der hinteren Wand. Genau, das haben wir noch immer natürlich. Ihr könnt die Staffel machen, ihr könnt die Möbel machen, wie es der Kunde will. Jeder so, wie er es gerne hätte. So muss es sein. Jetzt halten wir mal da rein, weil die Herrschaften, wenn einmal gesagt haben, man kann sie filmen, dann ist das in Ordnung. Dann ist das in Ordnung. Alles super. Hallo, ich schon wieder. Guten Tag. Macht euch ruhig gemütlich. Super, ist ich glaube, das machen die schon. Ja, ich denke auch. Ja, und wenn du jetzt noch nicht genug hast, dann ja, habe ich noch eine Kleinigkeit. Hau alles raus. Also. Ich finde es cool. Da wir ja auch gerne mal autark unterwegs sein möchten, haben wir jetzt auch eine schöne Standheizung, die wir hier auf unsere Deichsel stellen können. Mit einer Halteplatte. Ja. Und wir haben ein Anschlussset entwickelt, was für den Anhänger von außen dann angeschlossen wird. Im Innenraum werden die Schläuche verlegt. Genau, einmal hier mit unverlierbaren Schrauben, damit die auch nicht wegkommen. Mit einem Blindstoppen natürlich. Man kann also diese Heizung jederzeit irgendwo anders gebrauchen und der ist trotzdem dann zu. Ich sehe den Preis schon und ich zeige euch jetzt mal, dann könnt ihr das mal in Ruhe lesen. Ich kenne viele mobile Standheizungen oder Dieselheizungen, wie auch immer. Das ist sehr, sehr human. Ja. Muss man ehrlich sagen. Ja. Also da geht es oft wirklich weit über 1000 Euro mehr. Ja. Das ist wirklich okay. Ein Pundmann auch noch. Das da war ich gerade auf der Suche. Genau. Das ist ein Pundmann. Ich spreche die für sich. Wir arbeiten mit Pundmann zusammen. Nicht irgendwo so ein Billerding importiert vom Mond oder aus Amazonien wie das Ganze heißt und dann zusammengeschraubt. Wir verbauen auch tatsächlich immer nur Teile, die schon bewährt sind. Mhm. Richtig. Cool. Hammer. Der Biker. Und der bleibt der Biker. Der bleibt der Biker. Ich überlege nur, Biker. Wie gesagt, ob Segler oder Biker oder sonst ganz was, egal. Das Bild kann er sich aussuchen. Oder also auch nichts oder gar nichts. Haben wir jetzt drauf gemacht für Kostet unsere Werbezwecke. Bei, oh, die habe ich Zweck genug. Ich wollte nur dann im Prinzip kann ein Folierer alles drauf tun. Richtig. Was er möchte. Individualisierung ist so einfach heutzutage. Genau. Wir stehen auch richtig bei dem Thema, wo wir vorhin mal kurz stehen geblieben sind vor ein paar Minuten. Da haben wir sie wieder. Ja. Viele, viele schöne Frauen. Viele, viele schöne Farben. Ich wollte fast so, weißt du, was für einen Song weiter singen, aber ich lasse. Das heißt, singen ist gar nicht mein Ding. Wir haben ja jetzt schon viele gebaut und jeder sieht anders aus. Mhm. Und das ist der große Reiz daran, wir wissen selber nie, was am Ende da steht. Ich wollte euch schon lange besuchen. Es gab noch ein Treffen. Ja. Das war ganz toll. Ja. Nächstes Jahr, gibt's im Juni. Dann im Juni. Ich habe es mir gemerkt und der tauscht dann so mal aus, wenn es irgendwie geht, möchte ich da echt hinfahren. Weil unbedingt. Sind so coole Leute, ja. Ja. Das muss man forcieren, alles weil sie kreativ sind. Alles zwischen 20 und 76 Jahre und alle... Ja, es geht ja gerade nächstes Jahr bei mir. Du darfst auch mit 80 noch kommen. Ja, das ist ja süß. Super cool. Sollen wir jetzt nochmal einen Cut nach innen machen? Gerne. Dann schauen wir mal, wenn wir die Herrschaften noch... Die gefällt so gut, die gehen gar nicht mehr raus. Wollen nicht mehr raus. Siehst du mal? Aber sie schlafen aber ich komme trotzdem noch mal kurz. Nein. Ich mache so One-Takes. Ist das okay? Für zwei Minuten noch mal ganz kurz reinzuhalten? Ja. Weil das so hübsch ist. Ist das okay für euch? Ja, ja, ich bin auch... Ich bin auf, will nicht aufdringlich sein, aber wenn ich schnüppeln anfange, kriege ich das Video in drei Jahren raus. Und so ein One-Cut ist echt geil. Ihr kriegt was von mir. Ein Kaffee. Oder ein Eis. Er hat jetzt schon, oh, ihr seid super, merci, mache ich wirklich ganz ungern, aber einmal noch kurz das Feeling erfassen. Ja, jetzt merke ich, die 50 cm sind es mir. Ja, ich als Großer habe so einen angebauten Meterstab. Ja, und die Breite, ne? Lach du jetzt nicht, gell? Du hast einfach mehr Raumweite. Ja. Ne? Und hier durch dieses Teil, hier kann man zum Beispiel, ist eigentlich nicht als Sitz gedacht gewesen, irgendwo muss man die Aufnahme hernehmen, um ein Bett zu bauen. Ja. Aber man kann da auch super drauf sitzen, wenn man es runterklappt, nochmal so als kleinen Sitz. Jetzt haben wir dich, jetzt haben wir dich auch nochmal mit O-Ton. Mit O-Ton. Ich kann das kurz zeigen, wenn das interessant ist, zeige ich das kurz. Das haben wir so arretiert mit diesem Splend. Ja, schon ist gut. Fuß nach unten machen. Auch wieder nach dem weniger ist mehr Prinzip, einfach, praktikabel, pragmatisch. Pragmatisch, genau. Ich muss es ja nicht kompliziert machen, wenn es auch einfach geht. Richtig.
kompliziert kostet immer Geld. Mhm. Das ist immer für den Kunden nicht gut. Ich finde das wirklich cozy. Ich mag ja diese Anglizismen eigentlich nicht so gerne, aber da kommst du ja gar nicht mehr aus und es ist gemütlich. Man merkt es auch jetzt vom Mikro mit Sicherheit. Bei mir ist ja der Ton immer schlecht, ich schimpfe immer alle, aber ich mag es halt authentisch. Aber das ist wie ein Tonstudio von der Isolierung auch. Da ja, ist Wahnsinn, wirklich ne? Das, ja, das ist dumpf, das ist angenehm. Nicht dumpf negativ, sondern chillig. Ne? Wie gefallen dir denn die Farben? Das würde mich interessieren. Weil ich gebe die Frage auch mal weiter. Ich bin eigentlich nicht der Fan von solchen Kombinationen. Ich bin immer so der Black. Ich kann mich selber eigentlich nicht sehen. Warum bin ich das so geprägt? Keine Ahnung. Mutti, Farbe Vati, egal, sonst was. Ja, genau. Nein, ich mag es dann schon mit Akzenten. Aber in diesem Trailer gefällt mir die Abstimmung richtig gut. Es kommt immer aufs Produkt dann natürlich an. Genauso wie ich auf so eine Cord-Haptik stehe. Ist das echt der Cord? Ich musste das wirklich früher geil. Als Hose tragen. Ja, ich auch. Und ich gebe es zu, ich oute mich heute. Ich oute mich ja gerne mal. Als Korthosenträger? Ich war, das kommt dazu, ich erschwerend hinzu. Auch. Wir alle, glaube ich, kamen nicht rum. Buntfaltenkord. Ja. Bei meinen langen Haxen. Und die waren immer weit. Zum Schlag. Das war noch nicht das Schlimmste. Zu kurz. Ich war früher Popper. Kennt ihr die Popper ja, noch? Ja, kenne ich die noch. Ja, das hatte ich. Ich habe deswegen so einen Schaden. Ich habe eben die rechte tolle Nacht gemacht. Gab es nicht. Es ist heutzutage. Okay. Popper war in den 80ern. Ja. Ja. Ganz schlimm. Es gab Popper und Punks, mehr gab es nicht. Aber damals war es cool. Ja, aber wenn ich heute dran denke, wir waren schon ganz schön in Lackaffen. Die Popper waren in der Erde Lackaffen. Ja, richtig. Ja. Na, wollte nicht abschweifen vom Thema. Aber da hatten wir das an. Das Cord war das Einzige, was ich gern gehabt habe, wenn ich zurückdenke. Ja. Schluss. Entschuldigung. Ja, siehst du unser schönes Wandregal? Dann siehst du. Darf ich einmal mich da durchmogeln? Nee. Na, weiter. Gut, dann nicht. Nee. Habe ich da jetzt jemand verjagt? Nein. Wir können ja Gott sei Dank. Ich habe in mich kein schlechtes Gewissen, nicht, dass ich jetzt. Nein, ist alles gut. Echt? Alles gut. Ist schon verkauft. Echt? Super, bravo. Shampoos raus. Ganz nette Menschen, haben auch spezielle Wünsche, wird mit den Herausforderungen, aber wird gut. Ja, dafür bist du oder seid ihr ja wirklich, das ist genau euer Ding. Wir kitzeln das immer raus. Standard ist doch für dich langweilig, oder? Du brauchst doch das. So wie ich dich jetzt anschauen schon kenne. Ich will ja niemanden zu nahe treten, aber. Einmal in Düsseldorf, zweite Mal in Düsseldorf, dritte Mal in Düsseldorf und vom Groben her siehst du vieles, vieles, was doch immer irgendwo gleich bleibt. Aber trotzdem kommen immer neue Herausforderungen an, weil man glaubt es oft nicht, gell, was die Leute machen. Das sind ja alle willst toll. Du auch noch reinrutschen? Nee, alles gut, ich sitze super. Okay. Tisch ist verschiebbar, wie immer. Und so tolles Regal hast du auch gesehen. Hast ja schon erfahren, dass ein Motorrad oder Sportcamper ist für Sportgeräte. Mhm. Und wenn du mal ein Motorrad nimmst mit Frontverkleidung, was dann vielleicht so nicht passen würde, haben wir das klappbar gemacht. Ja, dann haben wir hinten nochmal die Aufbewahrungsgeschichte so für Bettzeug. Da sind auch die Zusatzbretter drin für Umbau zum Bett. Ja. Ja, hier vorne passen dann die kleinen Euro-Boxengeschichten rein, die wir da in der Küche verbaut haben. Also es steht dann auch beim Abbau von der Rampe. Rampenküche? Ja. Die Rampenküche. Es steht da nichts im Weg rum. Es hat halt trotzdem dann auch alles seinen Platz. Und direkt hinter dir gibt es noch die Geheimfächer für. Dahin, im Westflügel. Für die privaten. Ostflügel. Genau, im Ostflügel gibt es noch die Fächer für die private Kleidung, was man ja von außen vielleicht nicht weiß. Das ist cool gemacht. Ja, da kann halt auch keiner mal reingreifen. Richtig, genau. Da hast du einen Slot und zack, oben. Ja, das ist schlau. Und du musst ja nicht einmal die Blende davor machen, deswegen, weil es out of sight ist. Da hat man schon blöde Anglizismen machen, oder? Aber die Rampenküche ist lustig, ich hätte es nicht erkannt, wenn du es nicht gesagt hättest. Cool. Ja, meine Herzenswünsche gehen wieder mal raus. Aber anfangs schon gesagt, ihr beide seid wirklich wieder das, was die Branche braucht. Inspiration. Anders. Ganz mal ausgefallen. Wir sehen uns. Ich freue mich drauf. Vielen Dank. Geile Nummer. Bleib so, ich wiederhole den Spruch nochmal, bleib so, wie ich immer werden wollte. Ja. Nee, ich finde den wirklich geil. Den darf man nicht zu jedem sagen. Wir verstehen uns. Wir sagen da gar nichts mehr, wir sagen nur noch Dankeschön in der Halle 11. Nee, stand könnt ihr E03? D03. D03. Genau. Richtig. Das ist wirklich, ich glaube, der Platz ist ich finde euch hier besser untergebracht. Die drei ist okay, aber das ist doch riesig und teilweise unübersichtlich. Das habt ihr nicht verdient. Ihr müsst richtig schön so einen Rausstechen.
Das ist schon toll, jetzt glaube ich, euch hier zu finden. Und geht bitte, liebe Leute, wirklich nicht immer den Mainstream-Parcours-Gang da in der Mitte der Hallen durch, sondern biegt mal rechts und links ab. Die geilen Leute mit ihren geilen Produkten stehen nicht am Mainstream. Die stehen wir haben es verdient, gesehen zu werden. Wir haben lange gekämpft. Ja, kämpft unsere, echt schon lange. Viel mitgekriegt. Wir weiter, egal wie es wird. So ist es. Und selbst wenn hier nichts passiert, die Leute uns... an uns vorbeigehen, wir machen trotzdem weiter. Ja, natürlich. Und der Erfolg gibt euch ja auch recht. Ja, wir sind glücklich und zufrieden. Das ist das schönste Schlusswort. Und am Schluss dein liebes Lächeln. Tschüss. Tschüss. Bis bald, wir sehen uns. Auf jeden. Auf jeden.